Lass uns wieder über die MC-Sachen reden, anstatt über Geld, Chartverkäufe und sonstige komische Möchte-Gern-Business-Sachen. Wenn wir uns da das Jahr angucken, das ja jetzt zu Ende geht. Gestern hat noch Johannes B. Kerner im Fernsehen Jahresrückblick gemacht. Können wir das ja auch mal machen. Wie war denn das Jahr für deutschen Rap? Für deutschen Rap war es gut, weil Moneyboy ist gekommen. Warum sagst du nicht Nate oder Haftbefehl, sondern Moneyboy? Nate oder Haftbefehl sind auch cool, Mann. Aber das liegt daran, das ist mein persönlicher Geschmack. Und das was ich hier sage, ich halte halt keinen Bock mehr auf diesen Street-Shit. Was mein persönlicher Geschmack ist, was nicht heißt, dass die keine Skills haben, die haben super Skills. Du hast auch gesagt, du feierst Franzosen-Rap nicht so. Und wenn man Franzosen-Rap scheiße findet, dann hört man auch lieber Moneyboy als Haftbefehl. So sieht's aus. Ich höre halt lieber amerikanischen Rap. Das ist halt mein Style, Alter. Aber das war schon so 2001, weißt du, der Style. Und weil jetzt halt eine ganze neue Generation dazugekommen ist, die das vielleicht nicht mitgemacht haben, für die kommt das vielleicht hier und da komisch. Aber ich werde trotzdem zu meiner Meinung und zu meinem Geschmack stehen. So wie auch alle mich kritisieren oder zu ihrem Geschmack stehen und sagen, bei dem oder dem Lied, das gefällt mir aber nicht oder das gefällt mir aber besser. Das kann ich ja auch sagen. Und deswegen sage ich das. Musikalisch dieses Jahr fand ich aber unter anderem wegen Leuten wie Nate und Haftbefehl, die aber auch nicht die einzigen sind, obwohl das irgendwie jetzt zum Common Sense gehört, die jemals die Newcomer des Jahres zu nennen, beide zusammen, auch wenn sie gar nichts miteinander zu tun haben, fand ich es aber musikalisch eigentlich ganz cool, weil sich zum Beispiel unter anderem durch die ein bisschen was getan hat. Voll. Also ich habe ja auch nicht die Skills angegriffen, ich habe niemand angegriffen. Ich sag nur, ich persönlich habe dieses Jahr am meisten Moneyboy von den Newcomern gefeiert. Aber wie gesagt, es liegt auch an meinem Geschmack. Wer halt mehr auf den Street-Shit steht, hat halt wahrscheinlich mehr Nate oder Haftbefehl gefeiert. Ich habe auch Haftbefehl zum Beispiel kennengelernt, Nate noch nicht. Aber Haft war zum Beispiel super korrekt und hat mir auch direkt Props gegeben und gesagt, ey Alter, wir müssen irgendwann mal was machen. Und da habe ich das erst gedickt, dass es gar nicht so engstirnig ist, ob Französisch, ob Englisch. Man kann sich auch auf so einer gewissen Basis treffen, so, weißt du? Und deswegen, ich wünsche den Jungs alles Gute. Die sind neu dabei, die können noch viel in ihrem Leben erreichen. Und ja, so sieht's aus. Wo wir gerade drüber geredet haben, wonach bemessen wird, wer eigentlich die besten Rapper sind. Gerade hatten wir zum Beispiel den Lars gegen Kollega Battle, an dem der Kollega eher passiv teilgenommen hat, indem er seinen Stellvertreter vorgeschickt hat. Bosshafte Aktion oder cool von Lars, dass er erstmal Battles wieder auf die Bühne bringen will? Erstmal cool, dass du mich mal für neutrale Sachen fragst. Das macht mir viel mehr Spaß als die ganze Zeit irgendeine Scheiße. Lieber über andere Leute reden als über dich. Nö, übers Game reden macht halt auch Spaß oder über ganz normale Sachen im Alltag. Ich sag ganz ehrlich, es war auf jeden Fall eine coole Aktion, da so einen Fan antreten zu lassen. Weißt du, da habe ich gedacht, boah, die Idee hätte von mir sein können. Das war super witzig, weißt du? Und Lars hat schon sehr ernst darauf geantwortet. Aber ihm will ich auch nichts wegnehmen. Auch er hat sich wirklich angestrengt, finde ich, hat, was seinen Rap-Kosmos betrifft, sein Maximum gegeben. Wobei ich wieder die Entwarnung geben muss, dass wahrscheinlich Kollegas Rap-Kosmos ein bisschen größer ist. Und dass, wenn Kollega wollen würde, er wahrscheinlich einen sehr riskanten Diss-Track gegen Lars aufnehmen könnte. Wobei die beiden völlig verschiedene Arten und Generationen von Rappern sind. Ja. Kollega ist der Typ, der übertriebenste Texte schreibt. Ja. Lars ist ein Typ, der auf Bühnen groß geworden ist. Das heißt, je nachdem, ob der Battle jetzt auf Song stattfindet oder auf einer Bühne, hast du definitiv einen anderen Gewinner, oder? Das stimmt, aber heutzutage, ganz ehrlich, Freestyle ist was aus der Hip-Hop-Kultur und Leute wie wir beide, die das noch kennen, oder wie Lars, die das noch kennen, können damit was anfangen. Aber ich glaube, die neue Generation kann mit Freestyle-Battles gar nichts anfangen in dem Sinne. Vor allem nicht mit so Offbeat-Freestyle-Battles, so gegeneinander, jeder mal vier Zeilen. Wenn dann so, denke ich mal, so lange A Cappellas, das kann man sich noch geben, weil die so persönlicher sind. Aber heutzutage, du hast recht, wenn die Freestyle-Battle machen würden... Muss ja nicht mehr Freestyle sein, allgemein auf... Es gab ja auch mal dieses Feuer-über-Deutschland-Konzept zum Beispiel, wo man halt mit geschriebenen Texten a cappella sich gebettelt hat. Ich wäre aber auch eher der Trackman und ich glaube, Kollege ist auch so. Und ich wäre auch eher der Trackmensch, dass wenn mich einer so herausfordern würde, würde ich sagen, hör mal, weißt du was, machen wir ein Datum aus, wo wir beide einen Track reintun und ich kann dir versichern, dass meiner besser ist. Und ich glaube, so ähnlich sieht der Kollege das auch. Was soll ich dir sagen, der Kollege hat eh seine Fans, ich glaube, das beeinträchtigt den Null, so, weißt du. Hast du sonst noch ein musikalisches Jahreshighlight, über das wir von deiner Sicht aus dringend reden müssen, was dieses Jahr, wo du dich noch dran erinnerst, 2010 in Deutschrap, Ami-Rap? Also Ricky Rose,
natürlich nach wie vor einer, den ich feiere von der Musik her. Was du immer für Leute feierst. Den Gefängniswärter wieder. Lil Wayne feiere ich nach wie vor. Ich bin dabei. Ich gucke halt viel Worldstar-Hip-Hop und diese ganzen Ami-Seiten. Und von da habe ich das auch ein bisschen, diese Mentalität, dass man jeden Tag eigentlich was bringen muss in der heutigen Zeit. Weil das Medium ist Internet. Und wenn du die Leute auf deine Seite bringen musst, dann musst du die unterhalten. So. Und auch von einem Rick Ross kommt mindestens jeden zweiten Tag irgendwas raus. Das ist ja auch wieder was, was du von den Amis mitgenommen hast. Ja. Quasi Echo Fresh entdeckt für Deutschland das Internet, ja, dass man da jede Menge Tracks raushauen kann und halt einen Freetag Friday jetzt auf Hip Hop Day macht und so weiter, was du schon alles gemacht hast. Heute, bei Twitter immer am Start. Heute hat mich der Farid angerufen und hat mir so eine News gesagt, meinte, ey Bruder, weißt du eigentlich was? Sag ich, was? Du bist der in ganz Deutschland wahrscheinlich, der die meisten Tracks hat. Und dann habe ich drüber nachgedacht, kann das stimmen? Habe so ein bisschen versucht zu zählen in meinem Kopf und versucht mit anderen zu zählen, die lange dabei sind. Und wenn du meine Tracks auch dazu zählst, die ich für andere geschrieben habe, kann das sogar wirklich sein, dass ich die meisten Tracks in Deutschland geschrieben habe. Und allein dieser Level von Quantität und Qualität ist bei mir mehr vorhanden, wie vielleicht bei anderen. Noch was zum Thema Internet. Du nutzt das jetzt sehr cool, auch um Hype aufzubauen und so weiter, in Kontakt mit den Leuten zu sein. Jetzt habe ich ein Interview gerade noch gelesen auf einer kleineren Hip-Hop-Seite, war ein cooles Interview, haben die Jungs cool gemacht. Da ging es um deine Hobbys, da hast du gesagt, yo, mit Hund und ich mache auch ein bisschen Videoschnitt und so. Aber im Großen und Ganzen klang das so, dass du halt nach wie vor 150%ig deine Rap-Karriere lebst. Du hast gerade auch gesagt, dass Prominenz ist für dich ein wichtiges Ding, weil du damit ja auch Geld machst. Neben Plattenverkäufen lebst du auch von deiner Prominenz und versuchst sie immer wieder beim Promi-Dinner oder bei der Automesse zu Geld zu oder zu Felgen zu machen. So. Ist das nicht auch stressig und kopfig, wenn man die ganze Zeit immer darauf bedacht sein muss, sich diese Prominenz zu erhalten? Klar, Mann, es ist stressig, natürlich. Ich habe auch, mein Körper hat mir auch eindeutige Signale gesendet dieses Jahr in Form einer Krankheit, die mich echt komplett ausgenockt hat, wo meine ganzen Glieder und Körperteile richtig wehgetan haben, wo ich mich kaum mehr bewegen konnte. Und der Arzt hat mir auch gesagt, ich muss kürzer treten, ich muss ein bisschen chilliger machen. Ich habe einfach zu viel im Kopf und will zu viel auf einmal machen oder wollte das auf jeden Fall die ganze Zeit. Jetzt habe ich mich beruhigt, habe sowohl mit einem Summer Jam als auch mit einem Farid darüber geredet. Die haben mir beide gesagt, ey Bruder, guck, dass du an den Start kommst. Wir sind selber so weit, dass wir das selber checken, was wir machen. Wenn wir eine Frage haben, rufen wir dich an. Und das hat mir so viel bedeutet, weil wer ein richtiger Freund ist, das hat gezeigt, dass das richtige Freunde von mir sind, weißt du? Und ja, hast du recht, aber einerseits hat es auch so gute Seiten, wie zum Beispiel, ich wurde heute, wie gesagt, nach L.A. eingeladen, mal eben für Snoop Dogg da nach Hause zu fahren, weil mein Kumpel, der sprayt ihm seinen Basketballplatz irgendwie. Das gibt auch teilweise so gute Geschichten oder hier dieses Türkei gegen Deutschland Spiel. Weißt du, das sind so geile Sachen, die ich in meinem Leben erleben darf, die viel davon wieder wettmachen, so, weißt du? Natürlich nicht immer alles. Es ist auch teilweise wirklich anstrengend, aber am Ende des Tages bin ich zufrieden und danke Gott. Um noch mal ein bisschen Jahresrückblick reinzubringen. Neben Rap scheint ja die ganze deutsche Welt über nichts anderes als Integration diskutiert zu haben. Ich glaube, du hast dich irgendwo auch mal dazu geäußert, wobei ich das gar nicht mehr ganz auf dem Schirm habe. Der Harris war überall in den Medien wegen seinem Song. Und wahrscheinlich als Rapper mit schwarzen Haaren wird man doch wahrscheinlich jeden zweiten Tag von der Bild-Zeitung gefragt, wie es so mit der Integration läuft, oder? Nicht jeden zweiten Tag, aber ich sag dir ganz ehrlich, diese Sarrazin-Geschichte, wenn du das als Promo siehst, hat es mir sogar was genutzt, weil ich wurde so oft zu Sachen eingeladen, wo ich sonst vielleicht nicht eingeladen worden wäre. Natürlich ist das auch ein zweischneidiges Schwert, weil darüber zu reden, wenn das der einzige Grund ist, ist auch wieder so. Denkst du, okay, bin ich hier der Quotentürke oder was? Wie sieht das denn? Wie siehst du das denn inhaltlich? Keine Ahnung, vorher war bei dir beispielsweise das auch nie so ein großes Thema, wenn du es nicht gerade zum Thema gemacht hast, dass du türkische Wurzeln hast. Und jetzt wirst du jeden zweiten Tag gefragt. Und jetzt ist immer so der Common Sense ist jetzt immer zu sagen, ja, wenigstens wird mal drüber geredet. Da hat zwar jemand ein eigentlich rassistisches Buch geschrieben, aber wenigstens reden wir mal über Integration. Also hilft das jetzt zum Beispiel, integrierst du dich jetzt fleißiger, seitdem du regelmäßig im Supermarkt darauf angesprochen wirst?